mal runter. Hier habe ich auch wieder aktiviert. Der hat jetzt auch ein paar Jahre im Keller bestanden. Habe ich jetzt mal ein paar Runden mitgedreht. Sie hatte mal den Spitznamen Ölfuß gehabt. Das letzte Mal hatte ich sie bewegt, ich glaube 2016, da waren wir in Sardinien. Aber die ist auch wieder top angesprungen. Naja, gut. Puh. Da hinten gibt es auch nichts Neues. Das sind halt so die Ausstellungsstücke. Gehen wir mal nach hinten. Ach hier, nur mal so, die Honda hatte ich jetzt hier schon mal in so einem Rückblick drin. Die ist zu verkaufen, gell? Also gemeldet hat sich jetzt hier auch noch keiner bei mir. Ich will euch jetzt hier nicht weiter rumlabern, wenn, melden. Und hier haben wir noch was. Die habe ich auch momentan in eBay-Sitze. Das ist ein 125er Rieu, die Luftgekühlte. Die hat nicht gelaufen, ich glaube 5.000 oder 6.000 Kilometer. Und da will ich 1790 Euro dafür haben. Mit zweier TÜV und neuer Inspektion. Gut, gehen wir mal in die Werkstatt. Das ist die BMW vom Stefan, die ist auch wieder aktiviert. Da warte ich auch drauf, dass es bald abholt. Ah ja, hier. Mauritius. Für dich. So, Mauritius, sein Motor haben wir jetzt silber lackiert. Guck mal, Mauritius, wenn du jetzt den Film guckst, wir haben den schwarz glänzenden Rahmen und der Motor haben wir jetzt mal so komplett silber gemacht. Das, wenn du jetzt noch vorstellst, dass da ein Tank drauf ist im Dunkle, sieht das alles gar nicht so schlecht aus, finde ich. Weil du wolltest ja hier die Deckel eventuell schwarz haben. Jetzt will ich gerade mal, was sagen. Guck mal, wenn wir hier mal so hingucken, die Boldor, da ist alles schwarz. So Mauritius, ich wollte jetzt hier heute schwer zusammenbauen, habe die Motorschraube alle schon so weit drin, aber hier, wo hast du die Teile versteckelt? Von der Schwinge sind hier rechts und links so Gummipowert, so Gummis drin. Die fehlen, ich habe schon in deine Kiste geguckt, sie sind nicht da. Wo hast du die versteckelt? Hast du die mit heimgenommen oder was? Melde dich immer, sonst müssen wir irgendwie neue besorgen. Marcel, der Film mit dir geht weiter. Ja, das ist kein Ende in Sicht. Das ist kein Ende in Sicht. Der Motor, ich weiß nicht, ob ich ihn schon mal gefilmt habe, der ist lackiert. So, und in der Super CX, eben haben wir gerade den alten rausgemacht, da hinten liegt er noch. Der kommt jetzt da rein. Gut. Marcel, hast du das Triebwerk jetzt drin? Ja, es ist endlich drin. Endlich ist drin. Hier, das sieht viel schöner aus wie das alte. Wollen wir mal probieren, ob das Ding läuft? Wir machen es halt mal. Alfred, hältst du mal die Kamera? Gib mich mal die Kamera. Marcel, mach du die Zündung an. Zumindest Schock! Und drauf! Ah! Ah. Musik! Es ist wie im Film! Ja, die besten, ehrlich. Marcel, der rappelt überhaupt nicht. Ja, ist ganz komisch. Der läuft so ruhig. Das ist Wahnsinn. Ein Traumstück. Boah. Gib mal ein bisschen Gas. Traumhaft. Das ist ganz anders. Boah, das war was ganz anderes, wie es erst war. Herzlichen Glückwunsch! Pass mal auf, ihr bekommt einer, das ist er! Das ist der Mann, der ist glücklich, weil sein Roller immer noch läuft. Was hast du mitgebracht? Bier. Die sind ein Traum. Du bist der Beste. Komm, lass mich die Fahrer da hinstellen. Die ist echt. Guck mal, wir trinken nicht. Lasst euch schmecken. Grüß dich. Dankeschön. Du bist das. Konrad, ich mache wieder Wochenrückblick. Du bist wieder mal bei uns. Was? Ich liebe dich ohne Ende. Konrad, der BMW-Fahrer. Hier, was ist mit deinem Ding jetzt? Wie läuft das Ding jetzt? Ich hoffe es jetzt. Oh Mann, hier, die Schüssel, die hat Nerven gekostet da draußen. Dirk? Was war? Ja. Entspann dich. Ich gehe zum Hauke. Ja, mach das mal. Hauke. Hier. Du warst die Woche da. Ich mach das jetzt in den Wochenrückblick rein. Du hast ganz schön geschafft, ne? Ja. Also das erste Mal hier so und das ist nur Wochenrückblick. Die Sitzbank, ein Traum. Und ein Sattler, ist das ein Kunstloch?
Der ist gut, ne? Du sitzt da schön drauf, ne? Ja, das ist super. Gut. Passt gut. Was du auch noch so gemacht hast, habe ich jetzt so... Du warst ja komplett selbstständig. Ich habe mich ja gar nicht um dich gekümmert. Genau. Und der Hauke ist einer von den Ersten, mit dem ich überhaupt nicht unternommen habe. Wir haben nur geschafft bis abends im Dunkeln. Und der ist so... Der hat mich so getrieben die Woche. Egal, aber der Hauke hat ganz viel gemacht. Der hat jetzt zum Beispiel den Lenker drauf gemacht. Das hat auch gleich geklappt da mit den Bohrungen, wo wir da machen müssen. Da haben wir uns seit einmal verbohrt. Okay. Genau, jetzt hier. So, die Lampe, hier, die Lampe, die steht natürlich scheiße. Die müssen wir erstmal ein bisschen runter. Ja, da musst du nochmal gleich losmachen. So, auf jeden Fall hat er die Lampe dran gebaut, eine neue. Hier vorne die. Hier, das sind natürlich Riesenblinker, wo du da drauf hast. Das Schutzblech, das ist doch auch gekürzt, ne? Nee, das ist alte. Das ist das alte Weiße, was wir nur lackiert haben. Ja, Mann, mir hätte es nochmal sogar gekürzt, aber ist ja wurscht, egal. Der Hauke hat da nur noch die Deckel poliert. Hier, das sieht ja wieder alles ein bisschen blanker aus. Das war nämlich so gammelig. Was machen wir noch? Ah, hier. Nummernschildbeleuchtung hier oben dran, ganz vorschriftsmäßig. Und sogar einen Rückstrahler haben wir dran. Für TÜV. Wir werden immer besser, Hauke. Ja, ah, hier, die kleine Blinker, guck mal, die sieht man ja fast gar nicht. Die haben aber eh Nummer, das ist alles vorschriftsmäßig, selbst der Auspuff. Hier, Hauke, komm, wir lassen es mal Brille für die Leute. Schmeiß sie mal an. Das Motorrad läuft ja nicht auf. Machen wir mal so. Ja. Gut, ne? Da hinten sitzen die Kandidaten und Uhren. Ja, Marcel, deine ist natürlich leiser. Du hast aber auch zwei Zylinder weniger. Und im Konrad, du brauchst gar nicht herumzugucken, ne? Deine klingt auch nicht so wie so ein Vierzylinder-Honda. Nee. Der Einzige, wo hier mithalten kann, ist der Dirk. Der Dirk hat nämlich, der Dirk hat an seiner Suzuki GSX 650F einen Auspuff drauf von der Ducati. Ist natürlich auch Schweinerei, ne? Aber Hauke, du machst das wieder ab, ne? Ich mach mir jetzt auf den Weg der Norm. Okay, da seh zu, dass du abhaust hier, das stimmt auch mit dir. Du hast uns ganz schön genervt. Ja, mit meiner Bandit war ich ja schon auf Tour. Da habe ich auch schon einen Film drin, aber heute sind noch ein paar Sachen gekommen. Wie zum Beispiel, endlich ist er da gewesen. Der LSL Fusa Sanare, die habe ich auch jetzt schon gleich drauf gemacht. Dann ist von LSL Stummlenker gekommen, den habe ich auch drauf gemacht. Weil der Schopper-Lenker da, der M-Lenker, der war mir zu hoch. Elektrik haben wir halt noch keinen gemacht, aber so sieht das jetzt mit dem Schuppenlenker aus. Das gibt doch gleich schon ein viel sportlicheres Bild. Aber was mir halt ganz besonders gefällt, sind halt wirklich schon die Fußraste. Das sieht immer nicht mehr so klobig aus, wie es erst ausgesehen hat. Das kommt jetzt richtig gut. Und mit unserer BMW ging es heute auch recht voran. Wir haben jetzt zum Beispiel hier. Das wird alles noch verschliffen, nur mal so. Wir haben jetzt hier rechts und links die Startermontage dran gemacht. Weil der Rahmen ja hier so sich ausbeult, muss man es hier gleich ein wenig anders machen wie auf der anderen Seite. Bei BMW ist halt immer alles so gleich. Gut. Das mit dem Tacho habe ich schon nochmal fotografiert. Jetzt haben wir aber noch ein Highlight. Die Lampe soll da dran. Die haben wir jetzt eben gerade da vorne an den Schlussbügel gesetzt. Einmal frei. Die Dick tut sie noch einmal sichern gerade. Okay. Es geht voran. So, beim Timo seiner BMW haben wir jetzt hinter das Rahmenheck nochmal runter gemacht, weil es wird jetzt lackiert. Das haben wir ja gekürzt. Der Moto Gadget Tacho ist da drin. Die Dick hat der Halter selber gebaut, aber das sehen wir dann nochmal im anderen Film. Und die Lampe Halter. Jo. Und vor allen Dingen hier, er wollte einen gelben Scheinwerfer haben. Da sitzt er. Also Timo, weißt Bescheid. Auch hier geht's langsam voran. Und dahinter liegt auch der Motor von Marcel. Marcel, wenn du den Film siehst, seh mal zu, dass du hier mal das Triebwerk da auseinander nimmst. Weil den kann man ja nicht kaputt hier stehen lassen. Ja, das ist die Honda von Christian. Christian, falls du guckst, wir haben jetzt die Elektrik nochmal alles durchgeguckt, gingen die Blinker nicht mehr. Da ist das Relais durchgegangen. Keine Ahnung, ist alles okay. Wir haben jetzt nochmal neue Relais reingebaut. Es geht wunderbar, aber eventuell ist ein Fehler in deine Blinker drin. Ich weiß nicht, was du da uns für Blinker damals mitgegeben hast. Sonst können wir keinen Fehler entdecken. Geht jetzt jedenfalls.
Guck hier, es blinkt wie verrückt. Vorne und hinau. Ja. Keine Ahnung, was da im Endeffekt im Arsch war. So, jetzt am Wochenende fahre ich zum Sattler. Der hat auch wieder zwei Motorräder fertig. Die BMW, die K100. Die so orange ist. Und F550 Honda. Die hole ich morgen. Morgen Nachmittag, wenn ich Feierabend habe. Wenn die andere rumchillen, bin ich auf Tour. So. Die zwei Zündkerzen kommen jetzt auch zum Schrott. Die waren nass. Die waren bei Marcel in der Güllepumpe drin. Die hat zweimal geschossen, sagt er, war er erschrocken. Meistens ist er halt weg. Hier haben wir heute auch noch. Das ist übrigens der Heckrahmen vom Timo seiner BMW. Der haben wir jetzt mattschwarz lackiert. Das sind hier die Räder vom Maurizio seiner Boldur. In schwarz. Maurizio System, wir haben heute auch was geschafft. Das sind die Gabel. Und die Bremsscheibe. Und hier sind noch die Motordeckel. Der gehört nicht zu dir, der gehört woanders hin. Ja. So, jetzt tue ich den Film noch zusammenschneiden. Und dann auf morgen. Macht's gut. Schöne Woche.